Stell das Gepäck ins Schlafzimmer. Selbstverständlich, Sir. Haben Sie noch mehr Gepäck, Sir? Nein, den Rest hat meine Frau. Hoffentlich. Ja, was denn noch? Ach so. Moment. So, danke sehr. Danke, Sir. Bedauere, Sir. Was? Ach so. Naja, amerikanisches Geld habe ich noch nicht. Können Sie das nicht umtauschen? Nein, Sir, tut mir leid. Ja, dann müssen Sie warten, bis meine Frau raufkommt. Setzen Sie sich da hin oder... Oder tun Sie, was Sie wollen. Geschäftsführer ist genau mein Typ. Maggie-Lein, das hast du großartig gemacht, diese herrliche Suite für uns zu besorgen. Wie hast du das bloß geschafft? Bei dem fremden Verkehr. Ah, Mr. Duncan hatte wohl kein Kleingeld. Bitte? Danke, Madam. Danke, Maggie. Geh gleich einen Reisescheck einlösen. Mach dir keine Mühe, ich nehme auch Schillinge. Man weiß ja nie, ob sie nicht eines Tages wieder aufgewertet werden. Sag mal, gehört das alles noch zu Claires kleinem Handgepäck? Ja, natürlich. Du weißt doch, was sie alles einpackt. Und dann immer das Theater mit dem Zoll. Bist du immer noch verärgert? Ja, natürlich bin ich verärgert. Mussten sich dann unbedingt mit dem Zollbeamten auf philologische Diskussionen einlassen. Vor allen Leuten. Aber sie hat doch nur gesagt... Ja. Sie hat nur gesagt, dass seine amerikanische Aussprache für ihre englischen Ohren fürchterlich klinge. Und auf diese Feststellung hin musste ich 10 Pfund Zollzuschlag zahlen. Nein, so habe ich das nicht gesagt. Und er war sogar sehr interessiert. Ja, an meinen 10 Pfund. Ach, was für himmlische Blumen, Mägelein. Das hättest du aber nicht tun sollen. Beruhige dich, sie sind nicht alle von mir. Mein Mann hat auch welche geschickt. Die sind von deinem New Yorker Office, Charles. Mr. und Mrs. Radcliffe. Oh. Das ist genau die richtige Größe für eine Nacht Aufenthalt in New York. Die kannst du ja nach Jamaika mitnehmen, zu deinem kleinen Handgepäck. Wie süß von deinem Mann. Treffen wir ihn noch? Er wollte euch zum Mittagessen einladen. Du, ich fürchte, ich kann nicht mitkommen, Maggie. Ich habe wahnsinnig viel zu tun und nur diesen einen Tag dafür Zeit. Oh. Ach, ja, hier ist der Plan von Mr. Radcliffe für den heutigen Tag. Sein Programm, 12.45 Uhr Mittagessen im Yale Club. Anschließend Besichtigung der neuen Büros im Chichester Gebäude. Danach Überreichung eines Memorandums über die jüngste Geschäftslage durch die Vizedirektoren und so weiter und so weiter. Ach, Charles, kannst du ihnen denn nicht sagen, du hättest dir auf dem Schiff einen Schnupfen geholt? Na, die Ausrede kennen Sie sicher schon. Nein, du, das kann ich unmöglich absagen. Aber du sollst Claire mitnehmen und darauf aufpassen, dass sie keine Cocktails trinkt. Jetzt fang bloß nicht wieder damit an, Charles. Er kann nicht drüber wegkommen, dass ich ihn und Jack Thompson auf der Queen Elizabeth unter den Tisch gesoffen habe. Noch dazu war es der Tisch des Kapitäns. Jack Thompson, der Schriftsteller? Mhm. Er hat Claire in der Bar volltrunken gemacht, während ich mich umzog. Wie herrlich, volltrunken. Wir haben uns nur ein paar Cocktails mixen lassen, nach einem wunderbaren Rezept, das Jack kennt. Mit Austern. Hast du schon mal einen Cocktail mit einer Auster getrunken? Nein, klingt köstlich. Das waren sie auch, alle 9. 10. 9. Den 10. habe ich verschüttet. Während des Essens sind wir dann zu Sekt übergegangen. Und wir haben anschließend noch eine ganze Flasche Cognac drüber geschüttet. Das war überhaupt nicht Jack Thompsons Schuld. Aber du weißt doch, wie langweilig und oxfordisch Charles sein kann, wenn ihm jemand nicht passt. Die ganze Nacht über deine hinreisende kleine Band gespielt und ich habe dann so gegen 3 Uhr morgens ein kleines Tänzchen gewagt. Kleines Tänzchen. Das war ein Marathontanz und noch dazu oben auf dem Flügel. Falls du dich nicht mehr daran erinnern kannst, ich kann es, das darfst du mir glauben. Ich habe einen winzigen Charleston getanzt, das war alles. Maggie, weißt du noch, wie wir beide Charleston getanzt haben? In unserer Jugend, nein, Blöde. Oh ja, ich erinnere mich sehr gut. Das war übrigens deine Glanznummer. Ja, Jack Thompson fand das auch. Er ist aufgestanden und hat den Job des Pianisten übernommen. Ja, damit er eine bessere Aussicht hatte. Und ich saß neben dem Kapitän.
Sie haben sich über Cricket unterhalten. Hoffnungslos. In meinem ganzen Leben habe ich nichts so Peinliches mitgemacht. Das kannst du mir wirklich glauben. Ja, weil du eifersüchtig warst. Oh. Eifersüchtig auf Jack Thompson. Und weil du nicht tanzen kannst. Wie kannst du behaupten, ich könne nicht tanzen? Na ja, du magst eben einfach nicht tanzen. Aber das eine kann ich dir sagen, mit dem gehen wir heute Abend nicht aus. Ich habe dich heute Morgen auf der Landungsbrücke sowas verabreden hören. Ich habe nur gesagt, er könne mal anrufen. Ich wusste nicht, was Maggie geplant hatte. Wann geht eure Maschine nach Miami? Morgen früh, 4 Uhr, sonst so. Dann werden wir um 21 Uhr zu Abend essen und anschließend einen kleinen Stadtbummel machen. Schließlich hast du die Schönheiten unserer Stadt noch gar nicht gesehen, Claire. Schönheiten unserer Stadt. Man könnte meinen, du wärst hier geboren, Maggie. Ja, langsam glaube ich das auch. Schließlich lebe ich schon sehr lange hier. Und sehr gerne, nicht? Oh ja. Ich liebe diese Stadt mit all ihrer Verrücktheit. Ich glaube, ich werde mich eines Tages sogar noch an die amerikanischen Männer gewöhnen. Hallo, verbinden Sie mich bitte mit Bruce 82637. Ja, ich warte. Charles. Könntest du denn nicht deine Arbeit für einen Tag wenigstens an den Nagel hängen? Schau, wenn Claire und ich anfangen, unsere Erinnerungen auszupacken, dann langweilt sich Elle allein zu Tode. Maggie, tut mir leid, es geht wirklich nicht. Aber heute Abend sehen wir uns ja, wir vier. Hallo! Wo hast du nur deine frohe Natur gelassen, Charles? Solltest du mal wieder ein paar Spritzen geben lassen. Er sieht doch fabelhaft aus. Das tun alle, kurz vor dem Ende. Hallo! Kommst du mit nach nebenan? Hallo, hier ist Charles Duncan. Könnt ihr bitte mit der Radcliffe sprechen? Charles Duncan. D-U-N-C-A-N. Ja. Du siehst blendend aus, Claire. Ja? Mhm. Wirklich? Magst du die Frisur? Ja, sehr. Hast du sie schon lange? Nein, erst seit gestern. An Bord bekam ich Mut und habe sie mir abschneiden lassen. Charles wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. Hallo, Mr. Radcliffe. Ja, gerade angekommen. Danke, sehr gut. Bevor ich vergesse, vielen Dank für die wunderschönen Blumen, die Sie uns geschickt haben. Meine Frau und ich haben uns sehr gefreut. Wie immer? Ach so, Ihr Programm für den heutigen Tag. Ja, das haben wir bekommen. 12:45 Uhr Mittagessen im Yale Club. Ja, selbstverständlich bin ich damit einverstanden. Ja, natürlich. Ich verstehe. Nun, ich weiß nicht, was meine Frau für Pläne hat, aber ich bin sicher, dass sie entzückt sein wird, mit Mrs. Radcliffe zu Mittag zu essen. Was? Bist du verrückt? Im Augenblick ist sie unter der Dusche. Aber ich werde Sie fragen, sobald sie rauskommt. Gut. Ich habe nämlich schon einmal mit Mrs. Radcliffe zu Mittag gegessen. Vorigen Mai in London. Das gehört zu den Erfahrungen, die man nur einmal machen soll, aber keinesfalls zweimal. Liebling, dass wir uns recht verstehen. Ich habe nicht die Absicht, mir mein Mittagessen von dieser alten, kuriosen Quasseltante verderben zu lassen. Hey, Moment, bitte. Was sagen Sie? Ja, wir fliegen heute weiter. Am späten Nachmittag, gleich nach dem Tee. Gut. Wir sehen uns also dann um 12:45 Uhr im Yale Club. Ich freue mich sehr. Auf Wiedersehen, Mr. Wiedersehen. Sag mal, kannst du mich nicht wenigstens in Ruhe telefonieren lassen? Ich geh mich jetzt rasieren und umziehen. Wir werden uns irgendetwas einfallen lassen, um dir das Mittagessen mit Mrs. Radcliffe zu ersparen. Ich habe eine wunderbare Idee, Charles. Warum isst du nicht mit ihr zu Mittag? Sie betet dich doch an. Hast du meine Anzüge schon ausgepackt? Nein, und ich habe nicht vor, das zu tun. Wir sind jetzt in Amerika und die Frauen hier tun nichts, was ihre Männer nicht ebenso gut selber tun könnten. Ein himmlisches Land. Also kannst du das verstehen, Maggie? Was 10 verdammte Cocktails anrichten können. 9. Mit einer Auster. Mit Austern ist sie wie umgewandelt. Dabei trinkt sie zu Hause nie mehr als 2 Sherrys. Höchstens. Ja, zu Hause. Aber jetzt bin ich in Ferien. Ich habe mich heute entschlossen, dass wir nächstes Jahr und in allen folgenden Jahren getrennt Ferien machen. Am besten in verschiedenen Hemisphären. Oh, jetzt fang nur nicht an, kleinlich zu werden, Charles. Dazu bist du schon zu alt. Ich bin nicht kleinlich, aber mir reicht's. Außerdem habe ich deine ewigen Sticheleien satt. Ich bin jetzt über 20 Jahre mit dir verheiratet. Manchmal frage ich mich, wie lange noch? Glaubst du, dass er ins gefährliche Alter kommt? Ja, du weißt schon. Unser Arzt sagt zwar nein, aber ich glaub's doch. Ach, mach dir keine Sorge, Claire. Das ist nur so ein kleiner Anfall von auf und davon. Und ganz natürlich in seinem Alter. Auf und davon? Was meinst du damit?
Na ja, er will mal raus aus seinem bisherigen Leben und weiß nicht, wie er es anfangen soll. In letzter Zeit ist er so gereizt mir gegenüber. Eben hätte er mich doch am liebsten verhauen. Hat er schon mal? Ich glaube nicht. Bis auf einmal. Da hat er die Nerven verloren, weil er versucht hat, meinen Koffer zuzukriegen. Ach, schön, dich wieder mal zu sehen, Maggie. Ich habe keine Freundin mehr gefunden wie dich. Ein Jammer, dass du so weit weg bist. Ich vermisse dich auch sehr, Claire. Und eine ganze Menge anderer Dinge dazu. Aber das ist wohl nur natürlich, wenn man ein neues Leben beginnt. Noch dazu in meinem Alter. In deinem Alter? Na, ich glaube, wir sind so ziemlich gleich alt. Ich wünschte, ich könnte noch mal von vorn anfangen. In meinem Alter. Ich glaube, du hättest keine Freude dran. Du bist sehr glücklich, Maggie, nicht? Ja. Ich habe mein Leben genossen, wie man so schön sagt. Und dann habe ich Elle gefunden. Gerade noch, bevor es zu spät war. Sonst wäre ich wohl auch eins von den Mädchen geworden, die immer als Letzte nach Hause gehen, mit dem jeweils Nächstletzten. Und dein Mann? Siehst du, das ist ebenso herrlich an Elle. Er weiß, dass ich eine ganze Reihe von Liebhabern kannte, bevor ich ihn traf. Und ich weiß, dass er mindestens doppelt so viele Mädchen hatte. Wir treffen sie manchmal auf Partys und dann weist er mit einem Zwinkern auf sie hin. Und du? Ja. Bist du nicht glücklich? Ach, glücklich? Ich weiß nicht. Ja, ja, sicher. Ich habe zwei nette, gesunde Kinder, einen gut aussehenden Mann, ein schönes Zuhause. Eigentlich alles. Bis auf... Bis auf? Warum müssen wir eigentlich unbedingt mit Elle zusammen Mittag essen? Von alten Zeiten plaudere ich eigentlich lieber mit dir allein. Weißt du was, ich rufe ihn an und wir sehen ihn dann abends. Maggie, ich fürchte, ich kann nicht mit dir Mittag essen. Was? Ach, du weißt, dass ich nichts auf der Welt lieber täte, aber ich kann nicht. Warum nicht? Ach, du hast doch gehört, was Charles erzählt hat. An dem Abend auf dem Schiff. Nach den Cocktails mit den Austern. Ja, und? Naja, ich war vielleicht wirklich nicht mehr so ganz nüchtern. Nach dem 8. oder 9. und dem Sekt und den 6 Cognacs danach. Und da habe ich etwas Dummes angestellt. Ist dir schlecht geworden? Aber nein, im Gegenteil. Sowas passiert nur Charles. Ich habe mich entschuldigt nach Mitternacht und bin aufs A-Deck gegangen. Ja, und? Wo ich ein kleines Telegramm aufgegeben habe. An wen? An Paul Fowler. Paul Fowler? Das ist doch nicht wahr, Claire. Doch. Das war dumm, nicht? Dumm? Total verrückt. Was hast du denn telegrafiert? Ich weiß es noch Wort für Wort auswendig. Ankomme Freitag früh auf dem Weg nach Jamaika, stopp. Können wir uns zum Mittagessen treffen, stopp. Erbitte Antwort Queen Elizabeth, falls hungrig, stopp. Claire. Und was hat er geantwortet? Das. Großer Gott. Was willst du jetzt anfangen? Na ja, hier warten, bis er anruft. Punkt 12.30 Uhr. Er hat es mit In Liebe Paul unterschrieben. Die ersten Worte, die ich seit damals von ihm erhalten habe. Oh, Maggie. Bin ich nicht wirklich verrückt? Verrückt? Du bist wahnsinnig. Warum hast du das getan? Tja, warum? An dem Abend auf dem Schiff, als ich so mutterseelenallein auf dem A-Deck rumstand, da habe ich mich plötzlich gefragt, wann werde ich je wieder nach New York kommen? Wie viel jünger werde ich? Warum sollte ich Paul nicht mal wiedersehen? Und auf alle diese Fragen habe ich mir eine ebenso klare Antwort geben können. Hattest du ihn nie wieder gesehen? Nein, nie, das weißt du doch. Wir hatten das so ausgemacht, als er in die Normandie fuhr. Ich wusste ja nicht einmal, ob seine Adresse noch dieselbe war nach all den Jahren.
Am nächsten Morgen hoffte ich sehr, sie würde nicht mehr stimmen. Aber sie stimmte. Hallo, Mr. Radcliffe. Ja, ich bin's nochmal, Charles Duck. Entschuldigen Sie vielmals. Als ich Sie vorhin anrief, dachte ich noch, ich schaffe es, aber die traurige Wahrheit ist, dass ich mir letzte Nacht an Bord eine ziemliche Erkältung geholt habe. Ja. Und meine Frau ist in solchen Dingen sehr ängstlich. Sie hat sofort den Hotelarzt kommen lassen und der hat mir strikt verboten, heute auszugehen. Was immer auch passiert. Ja, stellen Sie das vor, einfach verboten. Ja, man hat mich jetzt mit allen möglichen neuen Medikamenten vollgestopft und... Entschuldigen Sie bitte. Und gerade im Augenblick bricht bei mir ein scheußlicher Hautausschlag aus. Wie meinen Sie? Nein, es ist weiter nicht so schlimm, nur ich fürchte, wir müssen unser Mittagessen müssen wir ausfahren lassen, Mr. Radcliffe. Ja. Ah, ich trinke gerade einen heißen Tee. Wie bitte? Ja, natürlich, die Papiere schicke ich Ihnen dann mit einem Boten. Nein, bemühen Sie sich gar nicht, Mr. Radcliffe. Meine Frau würde Sie gar nicht zu mir reinlassen. Darin ist sie sehr eigenartig. Ja, ich wusste, dass Sie Verständnis haben, Mr. Radcliffe. Wenn ich das nächste Mal nach New York komme, dann sehen wir uns ganz bestimmt. Ich rufe Sie dann sofort an. Entschuldigen Sie. Also, tut mir wirklich so leid. Auf Wiedersehen, Mr. Radcliffe. Alles gut. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Was willst du Charles sagen? Ich sage natürlich, ich gehe mit dir essen. Das tue ich ja dann auch. Ich esse nur ein Sandwich mit ihm und treffe dich dann nachher irgendwo. Ja, aber... Ja, ich weiß, es ist idiotisch von mir. Seitdem sind eine Menge Jahre vergangen. Wir sind beide so viel älter geworden, leben jeder unser eigenes Leben, aber ich möchte ihn sehen. Nur einmal, um ihn dann für immer zu vergessen. Für immer. Claire, er wird keine schneidige Offiziersuniform mehr tragen. Ihr werdet nicht im Café de Paris tanzen. Und es wird überhaupt nichts Aufregendes passieren. Bist du dir darüber klar? Es ist mir ganz egal, was er trägt und wo ich ihn treffe. Er ist doch verheiratet, nicht wahr? Ja. Und hat zwei Kinder. Ist das so wichtig? Nur für heute? Ja, Fräulein, verbinden Sie mich bitte mit Plaza 22638. Ja, 2638. Hallo? Ist dort Penelope? Nun, ich habe eine kleine Überraschung für Sie, Madame Penelope. Hier spricht ein guter alter Freund von Ihnen aus Übersee. Ja, da werden Sie wohl ein paar Jährchen zurückgehen müssen. Ungefähr... Also es war während des Krieges, um genau zu sein. Aber da gab es natürlich eine Menge von unseren Jungs, die in Ihr Lokal kamen. Nein, hier ist nicht General Cook. Einen so hohen Rang hatte ich nicht. Ich war nur Major. Und ich hatte einen ziemlich großen Schnurrbart. Na, erinnern Sie sich jetzt? Ja! Psst, nicht so laut. Ja, genau, Charles Duncan. Ehemals Major Duncan. Ja, gerade angekommen. Nur für einen Tag. Hast du Charles hier etwas von Paul erzählt? Nein. Ich wollte es ihm einmal sagen. Nach dem Krieg, als er nach Hause kam. Erinnerst du dich? Wir haben damals darüber gesprochen. Aber dann konnte ich es nicht. Ich fühlte, er würde es nicht verstehen. Charles hat sehr hohe Prinzipien und er hat sich nie gehen lassen, nie in seinem Leben. Er würde es einfach nicht für möglich halten. Wann wollte Paul denn anrufen? Um Gottes Willen, um 12:30. Wenn Charles nicht bald verschwindet? Natürlich komme ich vorbei. Was denken Sie denn, Penny? Ganz egal, was Sie wollen. Tatsächlich? Weiß Gott, Sie haben nicht vergessen, was ich gerne mag. Das ist ja nicht zu fassen. Charles, wird es nicht langsam Zeit für dich? Ja, selbstverständlich, mein Lieber. Natürlich, wie verabredet. 12:45 im Yale Club. Ich freue mich sehr. Auf Wiedersehen, Mr. Heck. Wiedersehen. Ja, was ist denn? Ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass du dich beeilen musst, wenn du nicht zu spät kommen willst. Ich bin doch fast fertig, wie du siehst. Nur noch die Jacke. So. Oh.
Versuch nicht so englisch auszusehen, sonst erschreckt Mr. Radcliffe. Ja. Ja, darf man denn fragen, was die Damen heute vorhaben? Also zuerst werde ich Mrs. Radcliffe anrufen und mir irgendeine Entschuldigung ausdenken. Dann werden Maggie und ich ein ausgiebiges Mittagessen zu uns nehmen und uns dabei das Herz ausschütten. Und danach wollen wir einen kleinen Einkaufsbummel machen. Dann leid ihr nichts von Maggie. So, wann seid ihr denn zurück? Das kann ich dir leider nicht sagen. Man weiß ja nie, was einem begegnet. Wiedersehen, Charles. Wiedersehen, mein Schatz. Wiedersehen, Charles. Ich passe auf, dass sie heil zurückkommt. Ja, ja, aber ihr braucht euch nicht zu hetzen. Ich bin sowieso nicht vor 7 Uhr zurück. Also, wieder. Deine Mappe, Charles. Oh, ja. Das hatte ich fast vergessen. Und alle wichtigen Papiere drin. Wo hatte ich bloß meinen Kopf? Ja, ja, wenn ich nicht an alles denke. So, und jetzt lauf, Liebling, und viel Spaß. Mhm. So, und ich werde jetzt baden und mich umziehen. Er wirkt etwas überarbeitet und sehr nervös, findest du nicht? Er sollte sich auf Jamaika mal richtig erholen und amüsieren. Charles und sich amüsieren? Das ist aussichtslos. Das bringt er nicht fertig. Ihm fehlt einfach das Talent dazu. Bist du da so sicher? Na, ich kenne ihn doch. Nein, nein, bitte nicht, Maggie, bitte lass mich dran gehen. Ja? Ja? Ja, bitte verbinden Sie mich. Ja, hallo? Ja? Ja, ich bin es? Paul? Hallo, Paul! Nein. Ja. Nein. Nein, aber das muss an der Verbindung liegen. Von wo aus sprichst du denn? Ach, von der Hotelhalle unten. Ja, aber das kannst du doch nicht. Ich meine, das kannst du natürlich schon, aber das solltest du doch nicht. Paul, wie geht's dir denn? Ah ja. Ja, ja, nein, noch nicht. Ich nehme gerade ein Bad. Oder vielmehr, ich will gerade eins nehmen. Da brauche ich mich nur noch anzuziehen und... Ja, natürlich, um 1 Uhr, das kann ich gut schaffen. Und wo? Einen Augenblick, das muss ich mir aufschreiben, sowas merke ich mir nie. Ja, Paul? Wie ich aussehe? Och Gott, immer noch... Was? So habe ich mal ausgesehen? Ich glaub dir kein Wort. Na, du wirst ja sehen. Also wo? Penelope. Halten Sie die Daumen, Bosco, dass mir Mr. Duncans Lieblingsessen gelingt. Ich bin ein bisschen aus der Übung nach so langer Zeit. Die letzte Sauce Bonfam habe ich an seinem Abschiedsabend gemacht. Erinnern Sie sich? Bosco, kommen Sie, lassen Sie mich das machen. Wie viele Jahre bekommt Mr. Baker nun schon seinen Spezialshake? Und wie oft muss ich den machen? Es wird langsam Zeit, dass Sie sich das Rezept merken. In Ordnung, Mr. Baker. Das freut mich. Es wird sein wie in alten Zeiten, wenn der Major kommt. Gewiss, Bosco. Was war das für ein gut aussehender Mann? Hoffentlich ist er nicht so dick geworden wie der kleine Franzose neulich. Habe ich mir eigentlich seine Whisky-Marke notiert? Hier, danken, Ritschlebel, ja. Bosco, erinnern Sie sich noch an eine seiner Lieblingsmelodien? Augenblick. Dee, Duncan, Major. I had a gal, no greater love, 3 o'clock in the morning. Das erst kurz vor der Polizeistunde. Bosco, Sie sind ein Genie. Major Duncan, wie er leibt und lebt. Penelope, meine Liebe. Willkommen, na, so willkommen zu Hause. Ist das nicht herrlich? Lass dich anschauen, alter Junge, Sie haben sich ja kein bisschen verändert. So gut
aussehend wie eh und je. Na, und Sie erst, hübsch und strahlend wie immer und kein graues Haar. Na, Kunststück, was glauben Sie, was mich das gekostet hat? Ach, Bosco. Ja, guten Tag. Wie geht's, wie steht's, alter Junge? Schön, Sie zu sehen. Gut, Major Duncan, sehr gut. Und jetzt, wo Sie wieder da sind, noch besser. Sie sitzen also immer noch am Klavier und bringen regelmäßig um 4 Uhr morgens alle Gäste zum Wein, was? Ich fürchte, ja. Also, Penelope, hier hat sich rein gar nichts verändert. Es sieht alles noch genauso aus wie früh. Ach, ist das nicht meine 5-Pfund-Note über der Bar? Natürlich. Und meine Nische. Meine spezielle Nische. Ach, was für herrliche Stunden habe ich hier verbracht. Sie glauben gar nicht, wie oft ich daran zurückdenke. Dies ist wirklich für mich sowas wie zu Hause. Tja, Sie hatten gar nicht mal so Unrecht. Kommen Sie, Major. So. Bosco, Sie sorgen fürs Herz und ich für die Drinks. Also, Penelope, erzählen Sie. Wie ist es Ihnen inzwischen ergangen? Haben Sie eigentlich meine Weihnachtsgrüße bekommen, die ich Ihnen vor 3 Jahren geschickt habe? Hier. Das hat der Telegrafenbote am 1. Weihnachtsfeiertag gebracht. Früh um 7 Uhr. Wir wollten gerade schließen. Dann haben Bosco und ich noch eine ganze Flasche Irish Whisky ausgetrunken. Nur wir beide. Was wollen Sie denn trinken, Major? Major? Ich hatte ganz vergessen, dass man mich hier so nannte. Ja, aber ich nicht. Wie wär's denn damit? Mit einem Spritzer Soda und ja kein Eis hineintun? Spritzer Soda und ja kein Eis. Mein Gott, Penelope, ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für ein Gefühl ist, Sie wieder hinter der Bar zu sehen. Ja. Es ist, als seien die Jahre einfach weggewischt. Ich sag das ganz im Ernst. Alles steht plötzlich wieder vor einem. Gott, mir geht's doch ganz genauso, Major, das können Sie mir glauben. Danke. Du wirst mit Ihnen. Ich habe ja nie allein trinken müssen. Ja, damals. Aber gewöhnlich trinke ich tagsüber nicht mehr. Aber weil Sie da sind. Gut. Früher war es eher umgekehrt. Da mussten Sie mich zurückhalten. Stimmt's, Major? Also, auf. Auf Penelope. Danke. Ja, und auf Bosco. Auf das Lachen und auf die gute alte Zeit. Ja. Penelope, ich erwarte in einer Viertelstunde eine sehr liebe alte Freundin. Können wir drüben sitzen wie früher? Sie können, das gut. Wissen Sie doch. Fein. Major, wissen Sie, dass wir noch niemals so gut ausgesehen haben? No, no, no. Sie wirken so distinguiert, aber dabei immer noch sehr jugendlich. Ja, ja. Oh Gott, ich erinnere mich noch, wie viele Frauen mich früher gefragt haben, wer ist denn dieser gut aussehende Engländer mit dem großen Schnurrbart? Ach, ja, ja, ja. Major, ich muss Ihnen etwas gestehen. Mhm. Ich habe den Bart die ganze Zeit aufbewahrt. Ist nicht wahr. Von dem Abend an, als wir ihn abnahmen. Aber im vergangenen Jahr muss ihn jemand aus Versehen weggeworfen haben. Haben Sie es eigentlich jemals bereut, ihn abgenommen zu haben? Ja, manchmal schon, wenn ich mir alte Fotos ansehe. Aber meine Frau war sehr erleichtert, das kann ich Ihnen sagen. Ach, richtig. Sie waren ja verheiratet. Mhm. Sind Sie es immer noch? Sogar mit derselben Frau. Schrecklich altmodisch, was? Ausdauernd wäre das richtige Wort. Ja, ja. Sie ist übrigens mitgekommen. Wir sind nur heute hier und fliegen morgen nach Jamaika weiter. Aha. Sie ist jetzt mit einer Freundin beim Lunch und sie glaubt, ich sei bei einer geschäftlichen Besprechung im Yale Club. Schlimm, was? Sie sind ein Filou, Major. Noch eine? Ja, natürlich. Ach, er ist Schriftsteller. Er schreibt entzückende Kinderbücher. Und jedes Mal, wenn er eins fertig hat, dann kommt er hierher, lässt sich volllaufen und geht auf Tauchstation. Aber er ist noch niemals aus der Rolle gefallen. Die Schwierigkeit ist nur, wenn er getrunken hat, dann kann er nicht sprechen. Das liegt in seiner Familie, das hat er mir mal erklärt. Ja, als er noch nüchtern war. Ach so. Mr. Baker, das ist Major Duncan, einer meiner ältesten Freunde aus London. Hallo, Mr. Baker. Reizender Kerl. Ist ein Schatz. Ja. Ist ein feiner, stiller Mensch. Nur seine Frau ist grässlich. Aber die lassen wir hier nicht rein. Bitte. Wie stehen die Dinge in England? Ach, mäßig, mäßig, Penelope. Man geht fast jeden Abend um 10 ins Bett. Was? Ja. Aha. Ich hab's ja gewusst, dass ich's wiedererkennen würde. Ja, natürlich. I had a girl. I had a girl, ja. Bosco, wie ging nochmal der Text? I had a girl. I had a girl. She was long and tall. Ba-da-da-da. She moved her body Ba-da-da-da. Like a cannonball. Ah. Ja,
Ja, Mr. Fowler, was für eine Überraschung. Ich dachte, Sie waren Skifahren im Westen. Das war ich auch, Penny. Ich bin erst vor ein paar Tagen zurückgekommen. Haben Sie mich vermisst? Ach, schrecklich. Sie sehen aber prächtig aus. Ist das echt? Wahrhaftig, ganz echt. Warum haben Sie denn nicht angerufen? Weil ich ehrlich gesagt nicht sicher war, bis ich mit ihr gesprochen hatte. Ob ich meinen Gast zum Mittagessen in den Pavillon einlade oder hierher bringen sollte. Sie haben gewonnen. Das ist doch immer dasselbe. Jedes Mal, wenn eine schwer zu bekommen ist, dann bringen Sie sie zu mir. Und wenn ich ihr dann erst einmal erzählt habe, dass ich sie schon als 18-jährigen Jungen gekannt habe, dann fasst sie Vertrauen, sie haben gewonnenes Spiel. Stimmt's, Mr. Fowler? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Ach nein, wirklich nicht? Wie geht's denn Ihrer exotischen Schönheit, die Sie im letzten Monat hergebracht haben? Mein Motto ist vorbei, Penny. Ich lebe für die Zukunft. Und jeder nach seinem Geschmack. Also, wir fangen wieder mit dem Üblichen an. Sea Breezes. Sie sind ein Schatz. Hallo, Bosco. Oh, Peter, wie geht's Ihnen? Ihr letztes Buch hat wundervolle Besprechungen. Ich hab's für meine Kinder gekauft. Die sind ganz verrückt danach. Also, Penny, ich habe eine sehr liebe alte Freundin eingeladen, die gerade über den Teich gekommen ist. Ich möchte sie für die amerikanische Küche begeistern. Sie ist nämlich noch nie hier gewesen. Was schlagen Sie vor? Na, vielleicht könnte ich gebackene Hähnchen nach Südstaatenart zaubern. Pikant und scharf. Einverstanden? Großartige Idee. Aber bitte fangen Sie nicht eher damit an, als bis ich Ihnen ein Zeichen gebe, ja? Ich habe nämlich eine Menge mit ihr zu besprechen. Mr. Fowler, wie lange wollen Sie es eigentlich noch so treiben? Mit Ihrer Casanova-Tour? Casanova-Tour? Das klingt aber streng, Penny. Und ich meine Ihre Ausflüge morgens früh in Ihrem Jaguar. Es würde mich direkt interessieren, wie oft Sie nun schon in diesem Gasthof zum balzenden Auerhahn... Wilden Truthahn. ...gebalzt haben und wann Sie endlich damit aufhören. Geben Sie mir noch 2 Jahre Zeit. Ich weiß eigentlich gar nicht, was Sie an sich haben. Jedenfalls scheinen Sie alle darauf reinzufallen. Übrigens, vielen Dank für die herrlichen Rosen, die Sie Ihrer exotischen Schönheit geschickt haben, an dem Abend, als Sie hier sie versetzten. Sie brachen Tränen aus und ließ sie hier liegen. Also trinken Sie einen auf Kosten des Hauses, Mr. Fowler. Mit Vergnügen. Pink Gin. Ja. Penny, mein Schatz, ich brauche noch was von dem Stoff. Ja, ja, sofort, Major. Spritzer Soda und ja, kein Eis in Leitung. So. Einer meiner ältesten Kunden, Paul Fowler. Er war Colonel in der Air Force, aber die meiste Zeit des Krieges hat er in London zugebracht. Haben Sie ihn mal getroffen? Nein, ich glaube nicht. Ich könnte Sie ja vorstellen, aber er wartet hier auf jemand. Und Sie warten auf jemand? Das wird dann zu kompliziert. Ich verstehe. Penny, geht meine Uhr richtig? 1:15? Das kann stimmen. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich noch dieses herrliche Album mit den Fotos, die Sie von uns allen gemacht haben? Ja, hier unter Verschluss. Bitte. Ach du liebe Zeit. Mr. Fowler, Ihr Drink. Ja, danke. Ja, da muss es ja auch. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Da muss ja auch hergegangen sein. So, bitte. Einer Ihrer Freunde vom Krieg her? Ja, ein ganz spezieller aus London. Er heißt... Du kommst 18 Minuten zu spät. Das kenne ich gar nicht an dir. Ich habe das Hotel punkt 12.45 Uhr verlassen. Aber auf dem Weg hierher habe ich einen Hut entdeckt. Wie findest du ihn? Ich finde ihn süß. Ich habe dich bisher nie mit deinem Hut gesehen, weißt du das? Oh ja, das stimmt. Abgesehen von meinem Helm. Erinnerst du dich? Mein Luftschutzhelm, der mir bis über die Ohren ging. Komm, ich möchte dich mit Penelope bekannt machen. Penny, das ist Claire. Claire, das ist Penelope. Hallo? Was für ein süßes Lokal. Wie hast du es bloß entdeckt, Paul? Das ist eine lange Geschichte. Sie geht zurück bis in meine Penela-Zeit. Ach, Paul. Claire, ist das zu glauben? Du siehst noch genauso aus. Dein Lächeln. Deine Stimme.
Hört sich noch genauso an. Du siehst anders aus, ja. Ich habe dich noch nie in Zivil gesehen. Stell dir das vor. Bin ich dir fremd? Nein, ich glaube nicht. Ich habe Todesängste ausgestanden, als ich hierher ging. Deshalb musste ich mir auch den Hut kaufen. Ich wusste doch nicht, ob man nach all der Zeit noch die richtigen Worte findet. Aber du bist mir überhaupt nicht fremd, Paul, nein. Als wenn wir uns vergangenen Samstag zuletzt getroffen hätten. Nun bin ich gespannt, was du sagst. Rate mal, was ich bestellt habe. Doch nicht etwas Seabreezes? Weißt du, dass ich seit dem Tag, wo du sie zuletzt für mich gemacht hast in London, keine mehr getrunken habe? Umso besser. Auf. Eigentlich solltest du den ersten Toast ausbringen. Also gut. Auf die Old Church Street im Mai mit den weit geöffneten Fenstern, die auf den Garten hinausgingen. Als wir auf den Stufen saßen und Grammophon spielten. Und dieses Lied. Nein, wie ist das bloß möglich? Das kann doch nicht wahr sein. Es ist wahr. Das ist Bosco. Ich habe ihn gebeten, If I Were a Carpenter zu spielen, wenn du zum ersten Mal dein Glas hebst. Hast du auch daran gedacht? Ich denke an eine Menge Dinge, Claire. Aber trinken wir zunächst einmal darauf. Warst du überrascht, Paul, dass du mein Telegramm bekommen hast? Überrascht ist kaum das richtige Wort. Weißt du, dass wir gerade aus Sun Valley zurückkamen, als es eintraf? Wir? Jane und ich, meine Frau. Ach so, ich hatte ganz vergessen, dass sie Jane heißt. Sollten wir nicht besser Jane und Charles aus dem Spiel lassen? Ja, das wäre mir lieber, Paul. Ach, das Telegramm. Ich glaube, ich war ziemlich beschwipst, wie ich es aufgegeben habe. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Warum nicht? Weil wir uns das versprochen hatten. Und gewöhnlich halte ich meine Versprechen. Es war ein sehr süßes Telegramm. Er bitte Antwort, falls hungrig. Ich hatte das Gefühl, du würdest vielleicht nicht antworten. Wirklich? Nein. Na also. Meinen ersten Toast werde ich dem Red Lion widmen, in der Waverton Street. Dem Ecktisch. Das Lokal gibt's immer noch. Und Jennifer steht auch noch an der Bar. Ich weiß. Ich habe sie gesehen letzten Sommer. Du hast sie gesehen letzten Sommer wo? In der Waverton Street, hinter der Bar. Willst du damit sagen, du warst letzten Sommer in London? Ja. Ich habe dich gesehen. Paul, ist das wahr? Im Theater. Ich habe mir ein Stück am Haymarket angesehen. Du hast zwei Reihen vor mir gesessen, drei Plätze rechts von mir. Du hattest ein grünes Kleid an. Aber deine Haare waren anders. Du hast direkt hinter mir gesessen. Du hast bezaubernd ausgesehen. Wie lange warst du in London? 5 Tage. Einmal bin ich nach Chelsea gegangen, am Quai entlang zu den 8 Bells. Dem komischen kleinen Lokal mit dem Garten dahinter, wo wir im Sommer draußen gesessen und Rosé getrunken haben. Mit diese entsetzlichen Würstchen gegessen. So Cross Keys. An dem Nachmittag habe ich ganz allein draußen gesessen und ich hatte plötzlich das Gefühl, du würdest mit deiner Einkaufstasche am Arm hereinkommen und sagen, es ist etwas Schreckliches passiert. Ich habe meine amerikanischen Zigaretten verloren. Kann ich noch einen Drink haben? Aber gern. Liebling. Hoffentlich kann das hier auch keiner hören, wenn du mich so nennst. Nur mein guter Freund Peter da drüben. Hast du einmal die 57 Mandolinen gelesen? Das Kinderbuch? Ich meine, es ist nicht nur für Kinder. Er hat es geschrieben. Nein. Es ist eins meiner Lieblingsbücher. Hallo. Mr. Baker, Mrs. Duncan. Ich schwärme für Ihr Buch.
Meine Kinder erst recht. Sind Sie sicher, dass Sie es geschrieben haben? Schreiben Sie gerade wieder eins. Was ist los mit ihm? Kann er nicht sprechen? Nicht, wenn er Mama Macabre trinkt. Wenn er was trinkt? Mama Macabre, sein Spezialgetränk. Möchtest du es mal probieren? Also ich glaube, es wird zu gleichen Teilen aus Wodka, Cognac und Ziegenmilch hergestellt. Vielen Dank, vielleicht später. Auf Sie, Mr. Baker. Paul, ist schon wieder leer. Das werden wir sofort beheben. Ja? Was kann ich für Sie tun, Mr. Fowler? Sie haben doch nicht etwa schon alles ausgetrunken? Noch einen Becher, bitte, Penny. Gerne. Sie sehen, ich bin auf alles vorbereitet. Ich denke, das dürfte genügen. Oh, das ist ja fantastisch. Und deine Mama Macabre für Peter. Vorsicht. Das ist schon sein dritter Tag. Heute muss ich ihn nach Hause schicken. Ich möchte nicht, dass seine Frau hierher kommt. Wo schläft er denn? Oben. Peter hat oben ein Zimmer, dem er sich ausruhen kann. Und einen Schrank mit Pyjamas, Tennisschlägern und Skiern. Er ist für jede Jahreszeit ausgerüstet. Sie sehen, Ihre Drinks finden großen Anklang, Penny. Mrs. Duncan hat bereits 3 getrunken. Das freut mich immer zu hören. Moment mal. Mrs. Duncan? Hat Ihnen Paul das Rezept verraten, Penny? Ich darf Sie doch auch Penny nennen. Ja, natürlich, wie Sie wollen. Und Sie müssen mich Claire nennen. Das ist viel hübscher als Duncan. Ja, ja, das ist auch viel besser. Sind Sie für längere Zeit nach New York gekommen? Leider nein. Morgen früh fliegen wir weiter nach Jamaika. Das habe ich mir doch gedacht. Was? Ach, nichts. Mr. Fowler, sind Sie sicher, dass Sie zum Mittagessen hierbleiben wollen? Natürlich sind wir das. Dann kommen Sie bitte in die Nische. Da ist es viel gemütlicher. Aber hetzen Sie uns nicht mit Ihrem Essen, Penny. Mrs. Duncan ist doch nur heute in New York. Ich habe nicht viel Zeit, um mich mit ihr zu unterhalten. Ich verstehe. Und wenn Sie etwas brauchen, dann klingeln Sie, Mr. Fowler. Jetzt bist du an der Reihe. Auf was? Auf... Ach, nicht mehr auf London. Oder wo wir uns kennengelernt haben. Auf jetzt. Auf heute. Einfach auf heute. Den einzigen Tag, den wir vielleicht je noch zusammen verbringen werden. Darauf möchte ich nicht gern trinken, Claire. Ich auch nicht, Paul. Aber was sollen wir machen? Claire. Liebling, würde es dir sehr viel ausmachen, wenn ich dich hier in die Arme nehmen und dich küssen würde? Lass mich dir nur eine Frage stellen. Nein, Paul, nein. Was für eine Frage? Hast du noch einige der Gefühle für mich, die du damals hattest? Vielleicht 1 oder 2. Sieh mich an, Claire. Sag mir die Wahrheit. Ja, 1 oder 2. Ist das alles? Alles. Vielleicht auch 3 oder 4. Hattest du nicht all diese Jahre das Gefühl, so wie ich es hatte, dass wir uns eines Tages wieder treffen würden? Wenn auch nur einmal. Dass wir uns treffen mussten. Und dass es nicht vorbei wäre. Dass es wie neu sein würde. Ja. Wie könnte es auch vorbei sein? Wie könnte es jemals vorbei sein? Ja. Und wir haben uns tatsächlich getroffen. Und für mich ist es mehr als nur neu. Wie ist es mit dir? Ich fürchte, mir geht es ebenso. Und was sollen wir dagegen tun, Claire? Ich weiß, was ich dagegen tun werde. Ich werde jetzt Mittagessen und dann nach Hause gehen und mich hinlegen. Wir haben heute Abend eine Verabredung. Morgen in aller Frühe fliegen wir nach Jamaika. So? Das steht jedenfalls auf meiner Flugkarte. Um 4 Uhr. 4.05 Uhr. Musst du gleich nach dem Essen gehen? Ich muss.
Erinnerst du dich an Maggie, deine Freundin, die Dunkle? Ja, sie hat uns heute Morgen am Schiff abgeholt. Sie ist mit einem Amerikaner verheiratet und lebt hier. Was ist mit ihr? Erinnerst du dich an das kleine Sommerhaus, das sie in Sussex hatte und das sie uns freundlicherweise zur Verfügung stellen wollte für die 5 oder 6 letzten Tage? Ja. Aber in letzter Minute wurde mein Marschbefehl vorverlegt und ich musste direkt in die Normandie. Ja. Wir haben diese Gelegenheit versäumt, nicht wahr? Ja. Werden wir sie wieder versäumen, Claire? Was willst du damit sagen? Ich wollte sagen, könntest du das Flugzeug morgen früh abfliegen lassen und ein paar Tage in New York bleiben? Bei Maggie. Dann können wir beide irgendwo hinfahren. Nur für ein paar Tage. Wir würden endlich wissen, wie es hätte sein können. Oh nein, Paul. So, vielleicht ist es ganz falsch und gegen jede Anstandsregel, aber wenn wir uns beide danach sehen, Claire, würden wir uns nicht für den Rest unseres Lebens Vorwürfe machen, wenn wir uns heute Nachmittag einfach trennen? Hätten wir nicht immer das Gefühl, etwas versäumt zu haben? Nein, Paul, nein. Ich kann das Charles nicht antun. Auch wenn er es nie erfahren würde. Und warum nicht? Auch weil Charles von mir abhängig ist. Er ist so schrecklich bürgerlich, selbstgerecht. Das kann auf die Nerven gehen. Aber er hat nie eine andere Frau angesehen, seit wir verheiratet sind. Er braucht mich. Zum Koffer packen, Fahrkarten besorgen, Manschettenknöpfe suchen, für alles. Er wäre völlig hilflos, wenn ich ihn auch nur für 5 Tage allein ließe. Und wenn er es erfahren würde, er würde sich umbringen. Oder mich. Vermutlich uns beide, der Ordnung halber. Er braucht es nie zu wissen. Claire. 5 oder 6 Tage in einem ganzen Leben ist das nicht zu viel verlangt. Ach, lass uns noch einen Drink nehmen. Dann reden wir vielleicht noch mal drüber. Das klingt schon viel besser. Es tut mir leid, Mr. Fowler, ich habe keine Hähnchen mehr. Macht doch nichts. Was haben Sie denn? Wir sind nicht wählerisch. Ich fürchte, ich habe überhaupt nichts. Ich habe vergessen, einzukaufen. Ich mache einen Vorschlag. Nebenan ist ein bezauberndes französisches Restaurant, das den ganzen Tag geöffnet hat. Ich werde dort anrufen und einen Tisch für Sie reservieren. Dann können Sie gleich rübergehen. Aber Penny, uns gefällt es großartig hier. Also um die Wahrheit zu sagen, ich fühle mich heute nicht ganz wohl. Ich möchte jetzt schließen und mich ein paar Stunden hinlegen. Dann bin ich heute Abend wieder fit. Und dann können Sie kommen und bleiben so lange, wie Sie wollen. Mr. Fowler, die Gelegenheit ist günstig. Es ist die beste Zeit für ein französisches Menü. Aber wir haben die Sea Breezes noch nicht ausgetrunken. Außerdem waren wir gerade an einem sehr wichtigen Punkt unserer Unterhaltung angelangt. Mr. Fowler, Sie sind ein Mensch, der keine Andeutungen versteht. Wissen Sie was? Sie gehen jetzt ins Bett und überlassen die Bar mir. Ich werde bestimmt keinen verdursten lassen. Peter eingeschlossen. Was macht Ihr Drink, Peter? Es gibt Zeiten, denen Sie mich ganz nervös machen, Mr. Fowler. Das ist das netteste Kompliment, das ich je von Ihnen gehört habe, Penny. Machen Sie Peter bitte noch einen Drink. Mama Macabre, traue ich mir noch nicht zu. Glaubst du, ich sollte gehen und mir die Nase pudern? Völlig überflüssig. Sie sieht entzückend aus. Geh jetzt nicht weg, mein Engel. Ich denke, ich werde es trotzdem tun. Wo ist denn hier die Toilette? Da drüben. Claire, um Gottes Willen, einen Augenblick. Ja, ist gut. Sie können gehen. Ist in Ordnung. Ach, Penny, mein Schatz, wie spät ist es denn jetzt? Hm? Ja, 2:15. Aber bleiben Sie doch auf Ihrem Platz, Major. Nein, ohne Sie fühle ich mich einsam, Penny. Aber ich komme doch gleich wieder zu Ihnen. Naja, ich dachte, ich könnte vielleicht jemand einen Drink spendieren. Nein, auf keinen Fall. Ja, aber warum denn nicht? Wenn dieser nette Herr hier, naja, oder dieser freundliche Gentleman da drüben es mir erlauben, warum soll ich Ihnen nicht einen kleinen Drink spendieren? Hm? Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Mein Name ist... Major, für uns alle nur ein Major. Und jetzt kommen Sie, heute gehören Sie mir. Ich bin sehr eifersüchtig. Ja. Also so geht's mir immer mit den Damen. Sie machen mit mir, was Sie wollen. Dabei bin ich ein so friedfertiger Mensch. Ja. Na, vielleicht sehen wir uns heute Abend noch mal hier. Den Drink haben Sie jedenfalls gut. Ja. Können Sie das verstehen, Penny? Also ich habe hier vom Schiff aus ein Telegramm geschickt. Punkt 1.15 Uhr hier bei Ihnen in der Bar. Ob Sie es nicht bekommen haben? Aber Sie wissen doch ganz genau, ohne eine Dreiviertelstunde Verspätung hat sie es doch nie getan. Jetzt bleiben Sie schön bei Bosco, ich bin gleich wieder da.
versäumt? Nur einen reizenden, angeheiterten Engländer, der uns einen Drink spendieren wollte, aber Penny hat abgelehnt. Trinken wir auf Vermont. Dort gibt es einen Gasthof zum wilden Truthahn. Gerade groß genug für 8 oder 9 Gäste, ganz einsam in den Bergen. Da liegt jetzt noch Schnee. Und in jedem Zimmer ist ein Holzfeuer. Hört sich verlockend an. Paul? Ja, Liebling. Was für eine Ausrede hättest du, wenn du 5 oder 6 Tage wegbleiben würdest? Claire, willst du etwa... Nein, nein, sag mir nur. Die alte, unfehlbare, die ich bisher noch nie benutzt habe. Geschäfte. Das wäre vielleicht glaubwürdiger, wenn du nur 4 Tage wegbleiben würdest. Mein Liebling, willst du damit sagen, du hättest dich entschlossen... Wenn du mir versprichst, nein, schwörst, dass du niemals wieder auch nur den Versuch machen wirst, mich zu sehen, ja, dich nicht einmal darum kümmern wirst, ob ich überhaupt noch lebe, dann, ja, dann werde ich mir auch eine Ausrede ausdenken. Dann komme ich mit. Ist das dein Ernst? Ja, Paul. Ich bin zwar viel zu alt für solche Dummheiten und es ist vollkommen verrückt, aber ich komme mit. Und weißt du warum? Weil ich glaube, dass du es dir wirklich wünschst. Und weil es das einzige Mal ist, dass uns beiden das passiert. Es ist etwas Außergewöhnliches. Es ist etwas, worauf ich immer heimlich gehofft habe und was nie eingetreten ist. Ich denke, ich werde es nicht bereuen. Du wirst es nicht bereuen. Wenn du wirklich das Gefühl hast, das Richtige zu tun. Ja, dann gibt es noch eine Menge Dinge, die ich vorher erledigen muss. Sag mal, Paul, du wohnst doch auf dem Land. Musst du da nicht vorher noch nach Hause fahren und deinen Koffer packen? Wie? Ach, das meinst du? Nein, nein, ich habe ein paar Sachen im Club. Für den Notfall. Ich bin immer nur fertig, wann immer du willst. Oh, so schnell geht's bei mir nicht. In einer halben Stunde soll ich Maggie treffen und dann muss ich Charles suchen und ihm irgendeine finstere Lüge auftischen. Weißt du was? Mir ist es ganz egal, ob er es herausbekommt. Es würde ihm wahrscheinlich gut tun. Ich sollte ihm die Wahrheit sagen und noch allerhand dazu. Oh, ich finde, das ist nicht nötig, Claire. Ja, vielleicht tue ich es später mal. Aber wirst du deinen Schwur halten? Und nie mehr versuchen, mir zu begegnen. Ich meine es ernst damit. Bestimmt nicht. Aber hör mal zu, Claire. Wenn es dir so viel bedeutet, dann finde ich, wir sollten vielleicht besser nicht... Shh, mach dir keine Sorgen, Paul. Du bist ein Mann von Wort, also glaube ich dir. Ich denke, ich werde Charles sagen, dass Maggie mich gebeten hat, noch 6 Tage bei ihr zu bleiben. 4? Sagtest du nicht 4? Ah, ja, ja, 4. Dann werde ich den Abend nett mit Charles verbringen, ihn in sein Flugzeug nach Jamaika setzen und dann... Und dann? Dann komme ich mit dem Taxi direkt hierher und hole dich ab. Wir könnten dann noch eine Seabreeze trinken und losfahren. Eine herrliche, romantische Vorstellung. Wir werden in meinem Jaguar durch die Morgendämmerung fahren. Nach Vermont. Du kannst an meiner Schulter schlafen. Aber ich werde die ganze Zeit hellwach sein. Warum kann das Leben nicht immer so sein? Es sollte so sein. Nein, denn wenn es immer so wäre, es wäre genauso langweilig. Wie viel Uhr ist es? Kurz nach 2. Ja, dann muss ich jetzt gehen, wenn ich noch alles erledigen will. Ich muss auch noch meinen Flug umgehen. Ich fahre dich zum Flugplatz. Hey, was ist denn das? Ich glaube, der Boden ist schräg. Ja, etwas. Wir gehen. Ich komme sofort. Es tut mir sehr leid, dass ich so ungastlich sein muss, aber glauben Sie mir, es geht nicht anders. Seien Sie mir nicht böse. Oh, wir kommen wieder in ganz kurzer Zeit, nicht wahr, Paul? Ja, in kürzester Zeit. Wie weit ist es bis zum wilden Faun? Wilden Truthahn. Nicht sehr weit. Setzen Sie bitte alles auf meine Rechnung, Penny. Auf Wiedersehen, Mr. Baker. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich mütterliche Gefühle für Sie habe, aber ich habe sie einfach. Bitte trinken Sie keine von diesen schrecklich aussehenden Dingern mehr. Überlassen Sie das lieber mir. Oh,
ist das köstlich. Einfach himmlisch. Penny, ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für einen wunderbaren Vormittag ich hier verbracht habe. Er hat praktisch mein ganzes Leben verändert, wenigstens für kurze Zeit. Ich kann es ja gar nicht erwarten, wieder hierher zu kommen. Tausend Dank. Sie sind süß. Sie alle. Nur ein paar beschwipste Leutchen. Übrigens auch aus London. Die Frau wenigstens. Die Stimme kam mir so bekannt vor. Hätte schwören können, dass sie sich anhört wie... wie die Stimme einer Freundin von mir. Noch ein paar Drinks, da hören sich doch alle Frauenstimmen gleich an. Die nicht. Das ist eine ganz besondere Stimme, die ist einmalig. Also, das muss ich direkt Claire erzählen. Oh, Penny, hätte ich was ganz vergessen. Wie spät ist es eigentlich? Viertel nach zwei. Hat mich versetzt, diese Bestie. Aber vielleicht hat sie beruflich zu tun. Ich glaube eher, sie ist tot. Ist einfach zu lange her. Ja. Dann wäre ich also heute ganz allein und verlassen in dieser... in dieser großen, fremden Stadt, wo niemand mich liebt. Aber wir lieben Sie doch, Major Bosco und ich. Wen wollen Sie denn noch mehr? Charlie! Onkel Charlie! Ich bin gerade aus Kalifornien zurückgekommen, fand dein Telegramm. Püppchen. Schnucki. Ich bin zu hungrig für Hungerdiät. Ich komm zu Partys fast immer zu spät. Hab ich einen Boyfriend, komm ich zu früh. Eine feine Dame werde ich nie. Gibt's was zum Lachen, da bin ich dabei. Ist mir zum Heulen, dann bin ich so frei. Mir fehlt zum Lügen die Diplomatie. Eine feine Dame werde ich nie. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's oak. Hey, it's California, it's cold and damned. That's why the lady, that's why the lady is a tramp. Danke, danke, danke. Du bist hinreißend, Püppchen, einfach bezaubernd. Niemand singt dieses Lied so wie Sie, Miss Rigaud. Für dieses Lied zahlt man mir gewöhnlich 20.000 Dollar. Jedenfalls in Las Vegas. Also in London wärst du eine Sensation. Die haben sowas überhaupt noch nie gehört. Sie wollten mich mal für ein Musical haben, aber ich war Ihnen zu teuer. Ja. Oh, noch etwas Champagner, bitte, danke. Sonst wäre ich schläfrig. Um Himmels Willen, nur das nicht. Bosco, ich glaube, ja, wir brauchen noch eine Flasche. Wird besorgt, nicht mehr. So, danke. Zu komisch, dass ihr mich hier alle noch Major nennt. Hört sich direkt illegal an. Aber mach's nur. Es macht mir Spaß. Major, langsam sollten wir aber wirklich daran denken, Schluss zu machen. Penelope, mein teures Mädchen, was ist denn los mit Ihnen? Den ganzen Abend starren Sie auf die Tür wie die Katze aufs Mauseloch. Wir sind doch nicht in London. Oder haben Sie etwa der Polizei die Lizenz noch nicht bezahlt? Hm? Ich habe noch niemals eine Lizenz bezahlt. Ich möchte nur einmal eine Nacht hier raus. Warum nehmen Sie uns denn nicht mit ins El Marocco, wie Sie es früher immer getan haben? Weil meine Frau dort sein könnte. Oh. Ihre Freundin hat ihr davon erzählt und sie war ganz wild darauf, es kennenzulernen. Ich habe Ihnen natürlich zugeraten. Raffiniert von mir, was? Deine Frau scheint dir blind zu vertrauen, wenn sie deine Geschichte geglaubt hat. Sie hat weiter gar nicht darüber nachgedacht. Schließlich passiert es ja nicht oft, dass ich sie anlüge. Und wo hast du noch gesagt, wo du hin musst? Ich bin momentan in Morristown in New Jersey mit Mr. Radcliffe bei einem Essen der Vizedirektoren. Und wie kommst du ausgerechnet auf Morristown? Ganz einfach.
Ich habe den Portier im Hotel nach einem Ort gefragt, der ungefähr 2 Stunden entfernt liegt. Er hat mir Morristown empfohlen. Das lässt deine Frau sich einreden. Mm. Meine Karriere geht ihr über alles. Sie fand diese Einladung sehr ehrenvoll für mich. Und was ist, wenn sie durch Zufall dahinter kommt? Ja, der Gedanke käme mir gar nicht. Sie hat unbedingtes Vertrauen zu mir. Meine Kriegszeit hier, das ist etwas, was sie nie verstehen könnte. Sie hat sehr hohe Prinzipien. Ihr Vater war Minister. Meiner auch. Na und? Ich kann die drei direkt vor mir sehen. Meine Frau, ihre Freundin und deren Mann. Mühsam ein Gähnen unterdrücken, aber fest entschlossen, die Stellung in Marokko bis morgens um 4 zu halten. Wie spät ist es eigentlich, Penny? Na, fast 4. Na, dann habe ich bald geschafft. Wann werden Sie denn aus Morristown zurückerwartet? Ja, das hängt natürlich ganz von der Gefechtslage ab, die mir vorgetragen wird. Es ist durchaus möglich, oh, danke, Bosco, vielen Dank. Es ist durchaus möglich, dass ich noch den ganzen morgigen Tag anhängen muss, um alles ein bisschen in Schwung zu bringen. Unsere Tickets nach Jamaika habe ich sowieso schon für morgen Nacht umgebucht. Das ist aber wirklich nicht die Letzte. Steht Ihnen natürlich frei, uns irgendwohin mitzunehmen. Sie mit Ihrer verkommenen Stimme. Gutturalen Stimme, Liebchen, guttural. Bitte schön, meinetwegen auch das. Also, einverstanden. Wenn wir mit der hier fertig sind, ziehen wir los. Ja, Schnucki? Ja. Soll ich mit dir alle deine Lieblingsbars in der Third Avenue abklappern? Die mit dem Sägemehl auf dem Fußboden und die ganze Nacht die Musicbox spielen lassen? Du, das wäre jetzt genau das Richtige. Sag mal, ist immer noch so viel los in Paddy Clarks Bar? Der liebe alte Paddy ist tot. Oh. Aber Betrieb ist da immer noch nicht, weil es kommen jetzt viele Touristen, dafür gibt's kaum noch Schlägerei. Also Paddy Clarks Bar war einsame Spitze, einsame Spitze. Du hast mich dort eingeführt, ja. Weißt du noch? Gleich an dem ersten Abend, wo wir uns kennengelernt haben, ich erinnere mich ganz genau, wir sind erst bei Tagesanbruch gegangen. Wohin eigentlich? Onkel Charlie, dein Gedächtnis. Ich muss mich wirklich wundern. Das heißt, ich bin sogar ein bisschen gekränkt. Ach, du liebe Zeit. Ach, das war ja der Morgen, wo... Penny, stellen Sie sich vor, sowas zu vergessen. Entschuldige, Püppchen. Bitte verzeih mir, tu mir so leid. Verzeih mir, mein Schatz. Major, was halten Sie davon, sich zu mir zu setzen und ein paar von den alten Songs mit mir zu singen? Ach, Sie sind schon hier? Wir wollten gerade schließen. Oh, Penny, doch nicht sofort, bitte. Das ist meine Freundin, Mrs. Townsend. Hallo? Es tut mir leid, dass ich Ihren Nachnamen nicht weiß. Ich hatte verschiedene, aber alle waren gleich langweilig. Ich wollte Mrs. Townsend nur auf einen Drink herbringen. Wir, das heißt, ich bin hier verabredet mit Mr. Fowler. Also schön, einen können Sie bekommen, aber hoffentlich lässt uns Mr. Fowler nicht so lange warten. Wann wollte er denn hier sein? Um 4. Er ist immer sehr pünktlich. Was nimmst du, Maggie? Whisky pur, ohne Eis. Bitte. Ein Whisky pur ohne Eis und ein Cognac. Bringen Sie auch einen mit uns? Na, danke. Ich habe drüben etwas stehen. Dort sitzen 2 alte Freunde von mir aus Australien. Hatten Sie einen schönen Abend? Oh ja, wir sind überall gewesen, nicht wahr, Maggie? Was denn, nur ihr 2 Mädchen, ganz allein in der großen Stadt? Nein, nein, mein Mann hat uns bemuttert, bis er müde wurde und dann habe ich ihn nach Hause ins Bett geschickt. Jetzt wollen wir noch einen letzten Drink nehmen und auch schlafen gehen. Ah, so ich ist das. Wenigstens. Und Sie wollen von hier aus noch weitergehen? Ich weiß noch nicht. Vielen Dank, Penny. Bitte? Wollen Sie wirklich keinen? Nein, nein, vielen Dank. Danke. Wer ist denn das da? Oh, entschuldige. Mr. Baker, Mrs. Townsend, er hat das Buch geschrieben. Ha, wie heißt es nochmal? Oh, bitte? Ja. Nein, sowas. Das sind Sie? Ein ganz bezauberndes Buch. Machen Sie es sich bequem. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Das ist eine gemütliche Bar hier. Ich liebe Klaviermusik. Es ist schon Mittag so. Sag mal, gibt's hier Mädchen? Mädchen? Wie meinst du das? Na, Mädchen und Zimmer, ach, du weißt doch. Guck dir mal die Blonde da drüben an. Die sieht doch ganz so aus, als ob sie hier wohnen würde. Kann ich nicht erkennen ohne Brille. Aber ich kann es mir kaum denken. Paul sagt, es sei völlig seriös hier. Das beweist gar nichts. Sag mal, Claire, was willst du jetzt anfangen? Ich habe mir noch nichts zurechtgelegt. Mir ist gar nicht wohl dabei. Womöglich hat er schon alles arrangiert und wird schrecklich wütend sein. Naja, wenn es im Ernst ist, wird das wohl sein. Was willst du denn sagen? Na, die Wahrheit ist noch immer das Beste, findest du nicht? Allerdings. Jedenfalls wirst du, so wie du die Sache hier in Ordnung gebracht hast, die Nacht bei mir verbringen.
Das ist die Hauptsache. Aber ich habe dich gewarnt, es ist nur ein Sofa. Ich bin hundemüde. Ich habe so einen aufregenden Tag hinter mir. Mittags die Sea Breezes, nachmittags der Bummel mit euch, abends das enorme Abendessen bei 21. Du, Alice, wirklich ein süßer Mädchen. Ein Glück, dass Charles die Nacht mit den Radcliffes in diesem Nest da verbringt. Er schnarcht immer, wenn er auf Reisen ist. Komisch, dass Mrs. Radcliffe dich nicht auch eingeladen hat. Sicher, sie eingeschnappt wegen des Mittagessens. Wohin wollte Paul dich denn entführen? In irgendeinen Gasthof in den Bergen, wo es nichts gibt als Holzfeuer. Heute Mittag hat sich das so romantisch angehört. Im Morgengrauen losfahren, den Kopf an seiner Schulter. Kein Mensch weit und breit. Aber ein paar Stunden später, glaubst du, es ist mein schlechtes Gewissen Charles gegenüber? Oder nur, weil ich Angst vor den Bergen habe? Das kannst nur du beantworten, Claire. Wie hat er denn ausgesehen? Nur fabelhaft, ich hab's dir erzählt. Braun gebrannt, kein bisschen verändert. Und er ist immer noch wahnsinnig in mich verliebt. Der Ärmste. Wenn er nur keinen Schock bekommt. Wenn nicht, dass er zu trinken anfängt oder Dummheiten macht. Er wird sie mit ein paar Seabreezes trösten. Oh, trink bloß nie welche. Und auch keine Cocktails mit Austern. Sowas hat unabsehbare Folgen. In meinem ganzen Leben trinke ich nie mehr was anderes als Cognac. Wenn er doch endlich käme, damit wir es hinter uns hätten. Na, wir ist gut. Ich tue ja alles für dich, Claire, aber damit musst du selber fertig werden. Ich bin nur zu deiner moralischen Unterstützung mitgekommen. Reden musst du selber. Aber ich bin doch für sowas so unbegabt. Hast du denn überhaupt keine Übung darin? Nein. Da-da-di-di-di, das hab ich ja ewig nicht mehr gehört. Wie heißt das bloß? Au! Oh. Maggie, was ist denn? Ich habe einen Krampf im linken Fuß. Oh, wie scheußlich. Kann ich dir helfen? Du, Claire, ich habe eine wunderbare Idee. Warum lassen wir nicht einfach einen Zettel hier für Paul und gehen nach Haus, jetzt sofort? Nein, Maggie, das wäre nicht fair. Das könnte ich nicht. Das wäre ein zu leichter Ausweg. Lieber trinke ich noch einen Cognac. Was hast du denn? Entschuldige, aber es tut so scheußlich weh. Ja, du musst auf einem Bein hüpfen. Das hilft sofort. Ja, könnten wir denn nicht nach Hause hüpfen? Nein, Maggie, das geht nicht. Du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen, jetzt wo ich dich am nötigsten brauche. Er muss ja gleich kommen. Claire, ich habe das Gefühl, es wird dir noch sehr leid tun, hier geblieben zu sein. Denk an meine Worte. Aber wieso denn? Ist doch reizend hier. Die schöne Musik und oh, ich möchte so gern tanzen. Ja, komm, wir tanzen jetzt erstmal hierher. Ich komm zu Partys fast immer zu früh. Hab ich einen Boyfriend, doch nicht zu früh. Und eine Dame, mit eine Dame werd ich nie. Gibt's was zum Lachen, da bin ich dabei. Ist mir zum Heulen, dann bin ich so frei. Mir fehlt zum Mühen die Diplomatie. Die feine Dame, die feine Dame, die feine Dame werd ich nie. I like so free, fresh wind in my hair, life without care. I'm broke, it's broke, it's California, it's cold and damned. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. Oh, Sekunde, Püppchen. Jetzt muss ich erst mal zu Atem kommen. Aber du siehst, ich habe nichts verlernt. Verlernt? Ach, Snooki, du hast dich sogar noch verbessert. Du bist unwahrscheinlich. Ja. Diese Nische ist meine schönste Erinnerung. Hier habe ich dich das erste Mal gesehen. Nein? Doch. Nein, du hast mich an der Bar angesprochen. Da drüben. Was an der Bar? Tatsächlich? Das weiß ich gar nicht mehr. Das glaube ich dir gar nicht. Du hast nämlich ziemlich blau. Übrigens auf eine sehr nette Art und Weise. Ja. Du hast dauernd versucht, deine Streichhölzer den Schuhsohlen wildfremder Menschen anzuzünden. Und als ich anfing zu singen, da kamst du auf mich zu, hast mir meinen Schuh ausgezogen und ihn mit Gin Tonic gefüllt. Ja, das weiß ich ganz genau. Du warst mit einem Bekannten hier, nicht wahr? Einem? Ja. Ich war hier mit einem Sekretär der französischen Botschaft, einem norwegischen Flieger und Cary Grant.
Und dann? Du hast sie rausgeekelt. Aha. Na, mein Pöppchen, nun sagen wir mal, warum hast du denn zugelassen, dass ich sie rausekle, hm? Also, ich habe selber nie ganz begriffen, was ich eigentlich an dir gefunden habe, Schnurri. Ja? Da war zunächst einmal dieser grässliche Schnurrbart. Seinetwegen habe ich dich Onkel Charlie genannt. Erinnerst du dich noch? Ja. Als ich klein war, da hatte ich mal einen Onkel. Der hatte genauso einen Bart. Ich muss mich sofort in dich verliebt haben. Der Bart war seit dem College mein ganzer Stolz. Deinetwegen habe ich ihn abrasiert, ohne ein Wort zu sagen. Er kitzelte zu sehr. Wirklich? Ja, also ich habe in meinem Leben eine Menge Bärte kennengelernt, aber so einen Schnurrbart noch nie. Sag mal, was hast du eigentlich deiner Frau erzählt, als du ohne ihn zurückkamst? Nein, ja, das hätte ich abnehmen müssen, weil Flöhe drin waren. Lass uns das Ganze. When you come inside. Großer Gott, das ist ja die Rigaud. Wer? Na, die Rigaud. Wer ist denn das? Nur sag bloß, du hast noch nie von ihr gehört. Der berühmte Showstar, Simone Rigaud. Also eigentlich müsste ich ja außer mir sein. Schließlich ist er immer noch mein Mann. Ich fand schon heute Nachmittag, dass Charles so merkwürdig nach Parfum roch. Riecht er bis hierher, du nicht auch? Kein Wunder, dass er so schnell bereit war, mich bei dir wohnen zu lassen. Nein, wirklich. Ich hätte nicht im Traum. Wer in London wird mir je glauben, wenn ich das erzähle von Charles? Wenn du klug bist, erzählst du es nicht. Wer hätte ihm sowas zugetraut? Aber wie ist er hierher gekommen? Woher kennt er dieses Lokal? Aber das ist doch jetzt egal. Das ändert natürlich alles. Ich werde doch mit Paul fahren. Tu's nicht. Na, kannst du mir einen Grund sagen, warum ich es nicht tun sollte? Sieh dir das an. Das ist also sein Anfall von auf und davon. Offenbar habe ich bei Charles etwas versäumt. Große Tage damals. Was? Woran denkst du? An meine Wohnung damals. Den Balkon, wo wir immer gesessen haben, Schinken und Ei aßen, sehr starken Kaffee dazu getrunken haben. Du in meinem blauen Samtmorgenrock mit den Straußenfedern. Ja, und dann gingen wir im Central Park spazieren und fütterten die Schwäne im See, bis es dunkel wurde. Und dann? Ja, dann. Es war eine wunderbare Zeit, Charlie. Sehr kostbar. Es war das einzige Mal, dass ich so eine Zeit erlebt habe. Ich auch. Soll ich dir ein Geständnis machen? Ja, mach doch mal. Du kennst mich. Hm? Ich habe ein tolles Leben hinter mir. In jeder Hinsicht. Ich habe nichts ausgelassen. Aber du warst der einzige Mann, in den ich mich so verliebt hatte, dass ich ihn heiraten wollte. Simon, das glaube ich dir nicht. Ja, natürlich nicht. Warum auch? War ja ganz gegen meine Natur. Ich hatte nie etwas für die Ehe übrig. Freunde, ja, Flirts, natürlich. Alles, was amüsant ist. Aber das nicht. Das eine nicht. Aber bei dir war es anders. Ich hätte es getan, Charlie. Für wann hast du nie davon gesprochen? Du hast dich über unser Verhältnis immer nur lustig gemacht. Oder was? Charlie, ich war etwas Besonderes für dich. Etwas Fantastisches, das du noch nie erlebt hattest. Hätte ich versuchen sollen, etwas anderes draus zu machen? Etwas Ernstes, Belastendes? Es hätte dich bald verjagt. Das ist absurd.
Du hast genau gewusst, was ich für dich empfand. Ja, eben. Und weil ich es wusste, da habe ich eben nichts gesagt. Du bist eine außergewöhnliche Frau, Simone. Aber ich, was ist an mir schon dran? An dir? Du bist ein sehr guter Liebhaber. Sehr zärtlich. Und ganz du selbst. In England, da hält man dich vielleicht für harmlos. Aber in der Madison Avenue Nummer 140, da warst du toll. Als ich heute Abend hier hereinkam und ich sah, es war alles wie damals. Und so ist es geblieben. Den ganzen Abend. Ein wunderbarer Abend. Weißt du das, Pöppchen? Ich weiß es. Wo bleibt denn nur dieser Paul? Was war das für ein Abend, den Sie verbracht haben? Willst du mir das bitte sagen? Nicht so laut, die könnte ich doch hören. Etwas hast du heute erreicht, Simone. Du hast ein wenig von dem, wie soll ich das sagen, von dem anderen Ich in mir aufgeweckt. Etwas, muss es schwer auszudrücken, weißt du? Sieh mich an, Charlie. Und versuche mal, dich an damals zurückzuerinnern. Nimm mal an, ich hätte dir gesagt, wie gern ich dich habe und dass ich dich behalten möchte. Sag die Wahrheit. Hättest du es getan? Das ist nicht fair. Nach so langer Zeit, ich kann mich doch jetzt nicht mehr... Du kannst, komm. Hättest du es getan? Nein. Ich habe oft drüber nachgedacht. Aha. Warum nicht, das kann ich dir gar nicht sagen. Vielleicht, weil ich Engländer bin oder weil ich wusste, dass ich dir auf die Dauer nicht genug bieten konnte. Ach, Unsinn, warum? Das musst du mir jetzt erklären. Also gut. Du kennst mich sicher besser als irgendjemand, den ich bisher gekannt habe oder je kennen werde. Ich hätte es nicht gekonnt, weil ich, auch wenn der Reiz der Neuheit verloren ist und obwohl bestimmt nichts Aufregendes mehr zwischen ihr und mir passieren wird, weil ich meine Frau liebe. Sie kann einem furchtbar auf die Nerven fallen, weißt du? Kann langweilig, egoistisch, dumm, herrschsüchtig und streitsüchtig sein und weiß Gott was noch alles. Aber ich glaube, ich kann es auch. Und ich habe in einer langen Ehe mit ihr erkannt, dass sie die Einzige ist, die es mit mir aushält. Du würdest es sicher nicht lange mit mir aushalten, wenn du mich erst einmal richtig erkannt hättest. Bis jetzt habe ich mich dir immer nur von der besten Seite gezeigt. Ich meine, wenn das Liebe ist, an jemand gewöhnt zu sein und sich ohne ihn verloren zu fühlen, dann liebe ich meine Frau. Wenn sie das je erfahren sollte, wurde sie noch unerträglicher und ich müsste sie wahrscheinlich erschießen. Na du, kann man denn sowas überhaupt erklären? Das ist ganz einfach, Schnucki. So ist eben eine Ehefrau und ein Ehemann. Vielleicht bin ich doch besser dran, als ich denke, obwohl ich es bezweifle. Ich würde deine unerträgliche, langweilige Frau gerne mal kennenlernen. Ich wette, sie ist recht attraktiv. Ich glaube, ihr würdet sehr gut miteinander auskommen. Madison Avenue Blumennachtdienst, Madam. Sie sind für eine Dame namens... Ja, ich weiß schon, wie Sie her. Ich unterschreibe. Bosco, mein Freund, spiel noch einmal Old Feeling. Dankeschön. Diese Blumen wurden für Sie abgegeben. Oh, es ist noch ein Brief dabei. Soll ich ihn dir vorlesen? Ja, bitte. Mein Liebling Claire, was ich tue, ist nicht zu entschuldigen, aber ich kann nicht anders. Die Erinnerung an das, was war, ist viel zu schön, um sie mit einem 4-Tage-Ausflug aufzuwärmen, um dann für immer auseinanderzugehen. Verzeih mir, dass ich dir die Blumen nicht selber bringe, aber dann würde ich meinen Entschluss sicher bereuen und das wäre fatal. Vergib mir und vergiss mich, aber denke daran, ich habe dich sehr geliebt. Paul.
Hast du etwas gehört? Nein. Aber ich. Eine Tür schlug zu. Irgendwo. Hinter meiner Jugend, meinen Träumen, dem anderen Ich. Ein merkwürdiges, trauriges, kleines Geräusch. Ich werde sie behalten. Eines Tages werde ich sie herausholen, wenn ich 70 bin. Und vielleicht werde ich dann denken, er hätte selber geglaubt, was er da schreibt. Glaubst du, Maggie? Seit ich hier lebe, bin ich fest entschlossen, alles zu glauben, was ich lese. Püppchen. Ich hatte nie anders genannt als Claire. Wer? Paul? Ach, Charles. Nicht mal, als wir verlobt waren. Nur so was Langweiliges wie Liebling. Püppchen. Wollen wir gehen? Aber wie soll ich Charles erklären, dass ich hier war? Das hast du doch wohl hoffentlich nicht vor. Aber das war nur fair. Er hat mir alles erklärt. So? Wann denn? Ja, gerade eben. Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Ich sollte einfach an seinen Tisch gehen und auch alles gestehen. Dann hätte diese Nacht doch einen Sinn gehabt. Warum nennen Sie es nicht einfach die Nacht, die es nie gegeben hat? Was? Was hat er gesagt? Aber natürlich, er hat ja vollkommen recht. Warum nicht einfach so tun, als hätte es diese Nacht nie gegeben? Komm, wir gehen zu mir, trinken noch ein Glas Champagner und legen uns schlafen. Und morgen früh fliegt ihr nach Jamaika, wie es geplant war. Du hast deinen Tag gehabt und er seinen. Schau, Claire, du hast doch genau das Gleiche getan wie er, nur bist du dabei nicht erwischt worden. Stimmt's, Mr. Baker? Also, seien wir großzügig. Was schulde ich Ihnen, Penny? Heute geht alles auf Kosten des Hauses, Mrs. Duncan. Aber Penny, Sie wissen, dass ich seine Frau bin? Natürlich. Wussten Sie das schon heute Mittag? Aber selbstverständlich. Wie ist denn Charles hierher gekommen? Ihr Mann war schon während des Krieges mein Gast. Und ich mag ihn sehr gern. Und Sie mag ich auch. Ich dachte, ich wüsste alles über Charles. Es ist interessant zu entdecken, was man nicht alles weiß. Penelope! Ja, Mija! Also auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub auf Jamaika. Herzlichen Dank für alles, Betty. Und bitte nehmen Sie die von mir. Ich werde mich immer daran erinnern, dass ich einen herrlich verrückten Tag bei Ihnen verbracht habe. Wahrscheinlich den letzten. Penelope, mein teures Mädchen, wo steckst du denn? Ich komme schon, Major. Auf Wiedersehen, Penny. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Maggie. Verrückt. Was haben Sie denn? Wer war das? Zwei alte Mädchen aus Neuseeland, Kriegerwitwen, beide über 80. Der Erste Weltkrieg, nicht der Zweite. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich das. Sie haben mir doch diese Blumen mitgebracht. Bosco, unser Major hat Halluzinationen, spielen sogar Save the Queen. Das hilft immer. Die Stimme kam mir schon wieder bekannt vor. Muss der Champagner gewesen sein. Penny, noch eine Flasche Champagner. Ja. Peter, kommen Sie rüber zu uns. Bosco, Ladies and Tramp, Pöpchen, komm, sing für mich. Nachher gehen wir alle in Penny Clarks bei, an alle meine Gäste. Ich bin so frisch für Hunger, Diät. Ich komm zu Partys, fast immer zu spät. Hab ich einen Boyfriend, komm nicht zu früh. Eine feine Dame. Der feine Dame werde ich nie. Ist mir zum Lachen, dann bin ich dabei. Ja. Ist mir zum Heulen, dann bin ich so frei. Nee. Mir fehlt zum Lügen die Diplomatie. Der feine Dame, der feine Dame.
feine Dame will ich nicht. Bist du die, ne? Like the free, fresh wind in my hair, in I was a bear. I broke its bone. It's California, it's cold, and